So, jetzt müsste ich eigentlich für jeden eine Kiste haben. Dann würde ich sagen, wende ich mich mal an alle, die bei Paradise mitmachen, die irgendwie das eventuell hören, sehen können, wollen. Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir sind heute bei einer Runde Minecraft Paradise zusammen mit Yariko. So, und ja, wir haben uns eigentlich noch keinen Plan für die Folge überlegt. Versuch mal, ich denke mal, ich mache hier vorne so ein bisschen weiter. Mein Plan ist, produktiv zu sein. Ja, das ist ein guter Plan. Was jedes Mal mein Plan ist und nie funktioniert. So. Oh, eine Hexe. Ah ja, Monsterklatsch. Also ich habe schon 11 Level. Ich muss mal auch langsam überlegen, dass ich mal verzauber. Ja, in meiner Schmiede ist ja der Versorgungstisch, ne? Ja. Hab ich schon gesehen. Ich hab auch... Jeb, geh aus dem Weg. Ich will die Kuh. Mann, ich hab eine Kuh bei meinen Schafen. Die gehört da nicht hin. Okay. Die hat wohl gedacht, ich merke. So in Einstellung bin. So, jetzt sollte das passen. Von der Lautstärke her. So, jetzt bin ich, glaube ich, auch laut genug. Quest haben wir, glaube ich, auch keine neuen bekommen, ne? Nee. Ich meine, also ich denke mal, das liegt einfach daran, dass mir jetzt seit kurzem keine Folge mehr gemacht hat und die werden ja meist bei ihm runtergeschrieben. Richtig. Ja, ich glaube, dass sein Community-Projekt ist noch nicht so ganz bei unseren Zuschauern hier angekommen. Nee, noch nicht so richtig. Ist aber eigentlich egal, also ich denke mal, das wird noch kommen. Hoffe ich zumindest mal. Hoffe ich auch. Und ich werde, denke ich mal, also ich habe eigentlich noch die Aufgabe bekommen, dass ich noch Melonen suchen soll. Aha. Ich mache mich, glaube ich, jetzt mal auf dem Weg in die Farmwelt. Das wird auf jeden Fall eine richtig kranke Sache. Weil für Melonen habe ich, also das letzte Mal, als ich Melonen gesucht habe, habe ich gefühlt 4 Stunden gesucht. Oha. Na gut, dann hättest du zumindest was zu tun in der Folge. Ja, das auf jeden Fall. Ich guck mal, werde ich mal mich um dieses Posthäuschen da kümmern, dass das mal irgendwie auch ein bisschen nach Posthäuschen aussieht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass das mein Bruder groß stört. So, Farmwelt. Das Gute ist halt, dass sie resettet wurde. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, ein bisschen höher. Und ich denke mal, nächste Folge dann auch wieder mit Shader. Gerade wenn ich jetzt so in der Landschaft rumlaufe. Yay. Ich glaube, das wird ganz schön aussehen. Schilder bräuchte ich vielleicht auch noch. Ja, ich muss halt immer gucken, dass das halt passt, die Leistung bei meinem PC. Weil Shader sind halt extrem aufwendig. Wenn ihr denn, also das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, wenn ihr irgendeinen Shader habt, den ihr ja ganz gut findet und der nicht zu viel Leistung frisst, dann schreibt mir den am besten einfach mal in die Beschreibung, in die Kommentare. Und dann werde ich mir den mal angucken und vielleicht werdet ihr dann in der nächsten Folge den Shader sehen. Ich werde dann natürlich auch erwähnen, wer mir den vorgeschlagen hat. Muss ich mal überlegen, wie ich das hier mache. Ja, ich muss hier auch gerade überlegen. Weil ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich würde sagen, es bietet sich ja eigentlich an, wenn ich für jeden Bewohner eine Kiste mache, wo dann die Sachen, die da hingeliefert werden sollen, reinkommen. Okay. Oder? Ich glaube, das ist eine echt gute Idee. So ungefähr hatte er sich das vielleicht gedacht. Eine lustige Idee wäre auch, wenn man so baut, dass man so mit Trichtern dann so zu jedem Haus eine Verbindung baut. Aber ich glaub, das wäre ein bisschen eisenlastig. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall wäre das aber, glaube ich, eine richtig coole Sache. Ich stelle mir das gerade so vor, wie man dann einfach... Oh nein, ich habe gedacht, ich habe ein Dorf gefunden, aber das war einfach nur so rote Erde. Oh. Aber rote Erde? Ich meine, in dem Biom ab und zu mal Melonen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo man Melonen findet. Ja, ich eigentlich auch nicht, also.
Ich weiß auch gar nicht, ob man die überhaupt so an Land findet. Ich habe wohl mal gehört, ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist, dass das mal so war, dass man die nur in Dungeons finden konnte. Ich werde mich da mal schlau machen für die nächste Folge, sollte ich jetzt noch keine finden. Wie mache ich schon das jetzt? Oh, Lava. Aber das sieht richtig krass hier gerade aus. Okay, hier ist eine tiefe Höhle. Ich schaue einfach mal runter. Warte, ich mache das anders. Okay, hier ist nichts Hilfe Interessantes. an. Kapitänologie. Kommen in diesen Garten. Hier muss ich mal gucken, ob ich das schaffe, dass ich. Jawohl. Okay. Sieht aus wie so ein kleiner Pfeil Jo, nach oben, das ist ich schön. guck auch mal, dass ich hier so ein bisschen was finde. In meinem Resource Pack sehen die Kakteen voll cool aus. Die sind einfach rund. Ich wusste gar Rund? nicht, dass das geht. Cool. Jetzt muss ich mir dein Video nachher auf jeden Fall mal anschauen, du. Den haben wir noch. Therion sind so die. Ich nehm erstmal die, die hier so. Glaube, das ist jetzt ein neues Ding bei Specs dabei. Das ist cool. Und das ist echt cool. Okay, hier ist so ein. Okay, hier werde ich, denke ich, mal keine Melonen finden. Vielleicht da oben. Boah, das sieht hier gerade richtig cool aus. Ich habe hier einfach so eine rote Wüste und oben auf so einem Hügel ist einfach so ein Wald. Das sieht richtig schön aus. So. Gehen wir mal hier hoch. Ach, ich wundere mich, dass ich nicht mehr sprinten kann und habe gar kein Essen mehr. Oh, ich brauche noch Hast du Schilder. denn Timer, wie lange die schon geht? Nee. Ich Okay. nehme mit Fraps auf. Ich weiß das leider nicht genau, aber ich denke mal so 5 Minuten ungefähr. Okay, ja, dann achte ich mal jetzt ein bisschen auf die Uhr bei mir. Ja, 17:05 haben wir. Gut, gucken Letztendlich werdet ihr ja dann sehen, wie lang der Part geht. genau. Ja. Und von mir aus kann der auch ganz gerne mal ein bisschen länger gehen. Ich habe da auch nichts gegen. Nee. Ich überziehe in meinen Part sowieso ständig. Ist ja vollkommen egal. Ich halte mich sowieso nie an irgendwelchen Zeiten. Nee, ich eigentlich auch nicht. Okay, wen habe ich Also hab. jetzt? 1, 2, 3, Ja. 4, Okay. 5. Hack me fehlt noch. Und wo steht denn die Post ungefähr? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist bei mir hier dieses, wenn du hinter meinem Haus bist, dieses kleine Häuschen, dieses Stein-Ding, das auch so ein Ah, bisschen okay. überwuchert ist. Boah, das hier sieht auch cool aus. Boah, das sieht mal richtig cool aus hier. Sorry Leute, aber da muss ich mal einen Screenshot machen. Das sieht gerade so schön aus. Jetzt müsste noch gutes Wetter sein hier in der Welt und dann wäre das perfekt. So. Weil es ist hier, glaube ich, am Regnen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich Regen ausgeschaltet. Gut, jetzt habe ich für jeden. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich. Hallo Facebook. Oh, Facebook in meinen Videos. Ich fasse es nicht. Oh, es ist doch nicht normal. Ist egal. Daueroffen. Ja, es ist bei mir wirklich Ja. dauerhaft. Deswegen Ja, ist egal. weiß ich. Habe ich auch schon mitbekommen öfters. Immer wieder. Ich habe jetzt Lucky, Disperion, Elmo, Seed, Hug Me, Nilo, dich und mich. Fehlt noch wer? Ja, Xeltaras selbst fehlt, aber. Den packe ich hier so eine besondere Kiste hin. Hier, so eine. Hier kommen Okay, Briefe jetzt wird es auch an. noch Nacht bei mir in der Map. Xeltaras. Briefe an. Habe ich Wolle mit? Nein, ich habe Xeltaras. keine Oh, Wolle mit. ups. Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich das hier anders überlebe irgendwie. So, jetzt müsste ich eigentlich für jeden eine Kiste haben. Dann würde ich Okay. sagen, wende ich mich mal an alle, die bei Paradise mitmachen, die irgendwie das eventuell hören, sehen können wollen. Solange wie mein Bruder das noch nicht machen sollte, werde ich jetzt auf jeden Fall das Postamt übernehmen. Und für den Fall, dass irgendwer Briefe schreiben möchte, einfach den Brief in die Kisten reinschmeißen. Kann man hier übrigens auch kaufen. Einmal Papier, einmal Bücher und Feder und Gedöns. Dann schmeiße ich das dann in die Kisten rein und dann sehe ich das und dann werde ich die verteilen. Wer noch keinen Briefkasten hat, der kriegt einfach eine Kiste hingesetzt und wird dann auf jeden Fall seinen Brief bekommen.
Hallo Facebook? Oh, warte mal kurz. Okay. Ich hoffe gerade einfach so übertrieben, dass jetzt nicht meine Mutter reinkommt, weil ich habe vergessen abzuschließen. Shit. Da muss ich einfach ganz schnell die Mikrofon abschalten. Wow. Das wäre jetzt irgendwie unvorteilhaft. Bist du noch in der Farmwelt, ja, ne? Ja. Gut, dann kann ich mich kurz schlafen legen. Und einmal ganz kurz schauen, was hier... Also es kann sein, dass ich gleich auf einmal ganz, also mich, dass man mich nicht mehr hört. Dann ist meine Mutter reingekommen und dann habe ich den Pegel runtergeschraubt. Von meinem Mikrofon. Also wundert euch dann bitte nicht. Oh, jetzt gucke ich andauernd auf die Uhr. Wir haben 17.09 Uhr, also. Ja, passt. Die Zeit läuft recht schnell, finde ich. Irgendwie schon, ja. Ja, irgendwie total, weil ich bin ja gerade erst in die Farmwelt gegangen, habe ich so das Gefühl. Okay. Oh, ganz viele Zombies. So. Autsch. Ich hab hier muss auf jeden Fall ultra interessant sein, meine Folge, wo ich jetzt einfach die ganze Zeit in der Landschaft rumrenne. Ich habe einfach in jedem einzelnen Pott, den ich hier irgendwo bei mir habe, habe ich Hühnchen drin. Warum? Okay. Ich habe mein kleines Chemielabor übrigens auch mal ein bisschen erweitert. So dass ja. Ich jetzt hier, also hier kommen dann immer da sind dauerhaft die Nähtauwarzen drin, sodass ich hier die seltsamen Tränke okay. mache und hier kann ich dann die anderen sozusagen weiterführen. Ja, das ist cool. Kann man bei dir ja auch kaufen. Ja, natürlich. Tränke. Hab ich schon gesehen, den Shop. Ja, ich habe am Anfang so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die etwas dezent überteuert sind, aber irgendwie ist es ja jetzt auch nicht so furchtbar schwer, an Geld ranzukommen. Mann, ich ich hoffe, finde. es ist übertrieben, dass man nicht gleich meine Mutter hört. Passt schon. Ich habe die ganze Zeit schon die Hand am Pegelteil. Ich finde diese Tränke der Unsichtbarkeit übrigens sehr Ups. genial. Ich würd am liebsten für jeden einzelnen Trank einen Shop machen. Das Problem ist, ich darf ja nur 5 haben, maximal. Oder 4, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht genau. Und ja, ich kann auch nicht für jeden einzelnen Trank jetzt hier einen Shop eröffnen, das ist auch blöd. Aber ich kann die auch einfach mal, ich kann ja mal Tränke spenden hier, ich meine, kostet ja nicht viel. Jetzt habe ich extra die Kugelfische gesammelt für die Eröffnung von der Taverne und es gibt keine Taverneneröffnung, offensichtlich. Dann mache ich hier mal weiter. Zack, zack, zack. So. Ich glaube, daraus werden Tränke der Schnelligkeit. Und soweit ich weiß, sind das die 8 Minuten. Nein, die 2, 1,5 Minuten Tränke, die aber Stärke 2 haben. Ich weiß nicht genau. Sehen wir gleich, was dabei rauskommt. Ich bin sehr experimentierfreudig, was das angeht. Ja, ich lebe noch. Freut mich. Ich habe es geschafft, früh genug den Pegel runterzuschrauben. Ist sie tatsächlich reingekommen? Ja. Nice. Also Entschuldigung, dass ich jetzt kurz so leise war. Macht nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gezeigt hatte, aber ich habe mir hier so eine schöne Sonnenterrasse gemacht. Sehr ja, mittelalterlich, die sieht ich echt cool weiß. Aus. Die habe ich gerade auch gesehen. Ach, weiß nicht. Terrassen hatten die, denke ich mal, früher auch schon. Ja, ist halt so ein bisschen nicht. Ich hab jetzt so ein bisschen Reichtum angehäuft und ich kann mir jetzt so ein bisschen meinen Luxus hier gönnen. Da kann man sich hier so. Ja, genau. Kann man sich hier so draufsetzen, drauflegen und dann die Sonne genießen. So. Wow. Wundervoll. So. Wir laufen hier weiterhin durch die Map. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also ich denke mal, ich könnte mir das sogar, also wenn ich Zuschauer, ich würde mir das wahrscheinlich sogar angucken, weil ich einfach übelst auf so Maps stehe, die so übelst cool aussehen. Und ich finde die Map hier gerade extrem schön. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was für Tränke dabei rauskommen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal normale Tränke der Schnelligkeit, das ist schon mal viel wert. Hier wollte ich eigentlich immer mal zubauen. Ja, die sind echt extrem cool. Könnte ich auch gebrauchen hier. Ja, wie gesagt, in meinem Shop. Ja. Nein, Quatsch. Da schaue ich dann vielleicht gleich mal vorbei. Ja, das sind die Stufe 2. Wenn ich da jetzt Redstone reinpacke, dann sind das, glaube ich, die 8 Minuten gehen. Ja, probieren wir das aber ich glaube, dann mal. Haben die nicht mehr Stufe 2. Nee, dann sind die ganz normal, aber gehen halt länger dann, ne? Ja, ich mache auch immer die längeren lieber. Bei Stufe 2 ist auch bei uns das große Problem, dass, was Hackmi festgestellt hat, wo er mir dann unterstellt hat, ich würde alle töten wollen. Er ist von einer Ecke der Map zur anderen gelaufen und hatte auf einmal mega Hunger.
Man ist dann fast verhungert Ja, das und stimmt. deswegen, Das stimmt. ja. Das kenne ich, Das weil war das ist dann. ja halt auf Hard für die, die es noch nicht wissen. Und Genau. der Server ist halt extrem schwer. Okay, cool. Hier ist eine Spinne, die mit einem Skelett am Reiten ist. Ja, sehr gut. Das sieht immer ganz cool aus. Nein, wow, war das knapp. Ich bin gerade von der Klippe gesprungen, wollte ins Wasser springen, damit ich nicht getötet werde von so einem blöden Zombie. Und wäre einfach fast auf so eine Kante gefallen. Mitten im Regen bin ich jetzt hier. Ich dachte eigentlich, ich habe den ausgestellt, aber anscheinend doch nicht. Ich habe gerade festgestellt, dass werfbare Tränke noch mal ein bisschen an Wirkung verlieren, beziehungsweise an Zeit sozusagen. Ja, das stimmt. Wusste ich Aber vorher du gar hast halt nicht. dann, das ist halt so ein eher für PvP, denke ich mal, weil dann hast du halt den Vorteil, dass du halt schnell wegrennen kannst. Ja, genau. Also die normalen Trank der Schnelligkeit, zwei gehen 1 Minute 30 und die werfbaren gehen nur 1 Minute 7. Also quasi 23 Sekunden weniger. Okay, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich mache den Regen aus und es geht weiter. Details, Rain, off, hier. Okay, perfekt. Ach, Nice. ich glaube, das war nur dieses Splash-Effekt. Vor allem, ich sehe einfach daran, dass es regnet. Ich brauche dafür einfach nicht überhaupt in die Map gucken. Das ist eine mega Folge einfach. Sehr gut. Lassen wir drin. Sorgt für ein paar Lacher, ist schön. Sehr gut. Ja, ich hatte gerade auch, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Mitbewohner ist gerade reingekommen und ist direkt wieder rausgegangen, weil er noch wohl zum Amt muss oder so. Ja, ist Okay. nice. Ja, das ist jetzt gerade etwas. Ist egal, lass Ja. drin, sorgt für ein paar Lacher, ist gut. Ja, sonst hätte ich das geschnitten. Ja, oder das ist auch nicht schlecht. Ja, bei mir ist auch gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Mitbewohner ist auch gerade reingekommen und ist direkt wieder abgezischt. So, ich habe jetzt hier. Oh, Creeper. Warum mache ich hier die verdammten Türen zu? Wir haben jetzt übrigens Viertel nach. Ich glaube, so 15 Minuten haben wir jetzt. Okay. Ja, ich würde sagen, so 2 Minuten oder so können wir noch machen. Ja, klar. So, fülle ich mal meine. Ich glaube, ich mache da wirklich bei meinem Shop mache ich so eine Spendentruhe mit so ein bisschen allerlei Tränken rein. Dann kann man sich dann ein bisschen was aussuchen. Autsch! Okay. Scheiß Ja, Skelette. okay. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Muss ich ja nicht alle verkaufen. Ich finde das so richtig so. Hast Tränke du für die schon was Welt. erzählt? Hast du schon was von dem neuen Update gehört jetzt? Auch. Weil es gab ja so Vermutungen, was jetzt neu kommt zu dem Update. Was für ein Update? Hast du das schon mitbekommen? Nee, offensichtlich nicht. Ja, es soll auf jeden Fall so ein PvP-Update kommen jetzt. In der Ah, 1.9. cool. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und es gab so ein, wie heißt das? Ja, Mann, wie nennt man das? Also, Mojang, ein Mitarbeiter, hat ein Bild gepostet, wo dann halt, ja, das muss man halt mit Photoshop oder halt einem Bearbeitungsprogramm irgendwie so anders skalieren. Und dann hat man halt ein Inventar rausbekommen. Und daraus konnte man dann irgendwie die neuen Items sehen. Und da gibt's halt so ein Schild und sowas jetzt. Also ich denke mal, das wird dann auch so einen Blockeffekt irgendwie haben, wie so ein Schwert, nur halt nochmal extra. Ich denke mal, das wird dann irgendwie stärker sein oder so. Cool. Also ich glaube, das könnte ganz cool sein. Okay, packe ich hier mal Aber hin. mich würde mal interessieren, ob das dann so als neues also Rüstungsteil angesehen wird oder ob das dann auch wie so ein Schwert zum Blocken ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre so ein Rüstungsteil eigentlich besser, weil ich hasse das hin und her zu switchen, wenn ich PvP spiele. Ja. Dass ich dann einfach das so dran hätte und nicht dann mit meinem Schwert also die ganze Zeit vom Schwert auf dieses Schild switchen müsste. Weil ich frage mich, ob das dann überhaupt noch so viel bringen würde. Mann, hier, ich bin einfach übelst weit weg und hier sind einfach überall Monster. Ja, auf hart halt, ne? So, Ja. Tränke für alle. Jetzt muss ich da nur noch ein Ich paar guck mal Tränke auf meine reinmachen. Koordinaten. Ich bin gerade bei. Halt mal, hat sich da das Menü verändert?
Nee, ich bin bei 9,41 und. Nee, bei 100, 170, keine Ahnung, das sieht voll seltsam aus, das Inventar. Also dieses Koordinatenmenü, das hat sich, glaube ich, verändert. Ja, das hat sich auch verändert. Ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie. Das finde ich nicht so cool. Nee. Da steht jetzt so viel Scheiß, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Naja, ich kann mit so ein paar Sachen was anfangen. Also die rechten Sa also die rechte, das rechte Zeug, damit komme ich komplett klar, das weiß ich alles. Aber auf der linken Seite ist das ganze CEP und so ein Zeugs. Das Rechte? Nee, gerade damit komme ich nicht klar. Ach, ist egal. Ja, also da wird halt nur so angezeigt, wie viel Arbeitsspeicher Minecraft benutzt und sowas. Hallo, Facebook. Mann, in dieser Folge habe ich aber 50.000 Facebook-Nachrichten hier bekommen, ey. Ich habe ein Dorf gefunden. Oh mein Gott. Bitte, bitte gib mir Melonen. Bitte. So, Gib mir Tante Melonen. Sprungkraft packe ich mal ein paar Komm schon. rein. Komm Tante schon. Nachtsicht. Finde ich auch ganz cool, aber Bitte da hab eine könnte ich Schmiede, erstmal wenn es hier. jetzt hier keine Schmiede gibt. 2:15, 3 Minuten. 3 Oh, Minuten ich ist bin in cool. den Brunnen gefallen. Trank der Unsichtbarkeit. Packe ich auch noch ein paar rein. So. Was haben wir hier noch? Trank der Stärke. Ja, komm, hauen wir weg. Unterwasseratmung gebe ich ungern her eigentlich. Ja, das ist stark. Tatsächlich, ich finde hier einfach nichts in dem Dorf. Oh, nee. Und das ist ja jetzt irgendwie nicht so cool. Aber das Dorf ist cool gelegen, muss ich sagen. Vielleicht handeln die, wie heißen sie? Die Villager damit irgendwie. Das kann sein, ja. Guck die einfach mal durch. Vielleicht finde ich ja einen. Das wäre echt cool. Oh, das ist ein Zombie. Und kein Villager. Ich habe versucht, einen Zombie anzuklicken. Na, Okay, der vielleicht hier gibt gibt er eine dir auch Axt für irgendwas. Smaragde. Effizienz. Mann, hier gibt es immer so viel unnötiges Zeug. Weil ich muss sagen, die Villager handeln extrem überteuert. Wenn man überlegt, 5 Smaragden, die ja extrem selten sind, muss man ja echt sagen. Und dann 5 Smaragde für ein so ein blödes, wie heißt es hier? Vor allem so eine blöde Eisenaxt. Ah, klasse. Ne, ist schon manchmal echt teuer. Wenn man Nein, lass überlegt, mich. dass man eine Eisenaxt viel einfacher bekommt. Ja, aua. Generell, ich finde auch, dass man Diamanten sogar einfacher bekommt als Smaragde. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber bei Diamanten Wirklich? sind halt immer mehrere auf einen Haufen. Bei den, Smaragden sind halt immer eine. ja, da ist immer nur Also eine. einzelne. Okay, ich bin jetzt in der Wüste. Hier könnte es noch einen Tempel geben. Aber ich denke mal, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Oder? Jo, und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ich verabschiede mich schon mal. Jetzt kannst du noch was sagen. Was gibt's zu sagen? Schaut in die Videobeschreibung. Jo, bei mir auch. Und dann würde ich sagen, ciao. Ciao. So. Fertig. Und jetzt gucke ich.